hat ja das Gefühl, er sei ein Chihuahua. Und aber so kann ich jetzt nicht filmen, Schröder. Bulldoggen, Bulldoggen, Bulldoggen. Mehr sage ich dazu nicht. Ich wünsche uns allen ein wunderbares neues Jahr. Neue Begegnungen, neue Erfahrungen, Gesundheit natürlich. Dass wir uns unsere Wünsche erfüllen können, uns vielleicht neu ausrichten möchten. Dass wir den Tatendrang verspüren, Neues zu wagen und neue Wege zu beschreiten. Am Anfang des Jahres reden alle vom neuen Trend, was kommt, was bleibt, was muss gehen. Und ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen langweilig, denn Trends wiederholen sich ständig. Und es ist im Grunde genommen nur dazu da, damit die Firmenkassen gefüllt werden und wir das Gefühl haben, oh mein Gott, ich bin nicht mehr up to date, ich brauche noch das und ich brauche noch das. Und das ist absolut Bullshit. Ich definiere mich ja über mich selber und ich habe meinen Stil und ich muss mich wohlfühlen in meiner Wohnung. Und wenn ich nur Trends hinterher renne, dann lebe ich ja nicht mich, sondern ich lebe eben den Trend, was dieses Jahr wieder angesagt ist. Mir persönlich macht es viel mehr Spaß, wenn ich in Secondhand gehe oder ins Brockenhaus gehe und da auf Entdeckungsreise mich begebe und es ist immer wieder ein Highlight, wenn ich was Tolles gefunden habe. Manchmal finde ich auch nichts. Und das dann in meinen Wohnraum integrieren kann oder abändern kann. Es macht einfach wirklich viel mehr Spaß, als einfach in einen Laden reinzugehen, das zu bestellen, zusammenzubauen und das war's. Das ist einfach nicht meine Welt. Aber auch ich bin nicht ganz gefeilt natürlich von Trends. Auch ich lasse mich beeinflussen, ganz klar. Aber ich pick mir dann einfach so ein paar Rosinen raus oder ich mache es halt selber. Wie gesagt, Trends kommen und gehen. Nach ein paar Monaten mag man es nicht mehr sehen, weil man sieht es überall. Und ich möchte keine Wohnung, wie sie alle haben, sondern ich möchte mich wohlfühlen in meiner Wohnung und es soll mich auch wieder spiegeln. Das zudem. Jetzt habe ich aber gesehen, dass der Trend in Richtung Antik geht oder so viktorianischer Stil. Und das hat mich ein bisschen geärgert, muss ich ehrlich sagen, da ich diesen Stil, also jetzt natürlich nicht so ausgeprägt, gerade den viktorianischen Stil, der ist ja sehr verspielt, aber es ist schon die Richtung, wie ich halt lebe oder wie ich halt eben einrichte, auch durch das Brockenhaus, was ich halt da finde, das sind eben halt alte Sachen. Und das wird jetzt zum Trend. Und das ärgert mich dann immer ein bisschen, weil dann ist es wieder nichts Spezielles, dann gehst du in jede Wohnung rein und überall sieht es gleich aus. Ich weiß noch, wo IKEA hier Einzug gehalten hat, du bist in jede Wohnung rein und überall standen die gleichen Möbel. Es war echt, ich sag's jetzt nicht. Und so ist es dann halt, dann kommt wieder ein Trend und dann, naja. Ich habe jetzt fürs neue Jahr schon ein paar Pläne, habe ich schon angedeutet im letzten Video. Ich mache im Atelier eine neue Küche rein, also so eine Werkküche, kann man sagen. Auch absolutes Upcycling, also ich würde sagen, so etwa 90% ist wirklich Upcycling. Da kannst du vielleicht was für dich mitnehmen. Hier hinten stehen schon die Unterbauten der Küche.
ich habe jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr mal die Wand gestrichen. Eine gewagte Farbe, aber eben, sie wird Trend, habe ich danach festgestellt. Naja, ist jetzt halt so, die bleibt jetzt, wie sie ist. Dann gibt es noch vom Pulp gibt es noch einige Sachen, die ich dir zeige, wo ich auch brauche, gerade in dieser Küche. Da nehme ich dich mit. Und natürlich danke für die Kommentare. Es freut mich sehr, dass ihr Lust darauf habt, an einem Online-Kurs teilzunehmen. Ich muss mich da jetzt wirklich noch ein bisschen reinfuchsen. Das ist absolut ein neues Gebiet für mich. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe mir so ungefähr mal eine Struktur aufgebaut, wie ich den Kurs in der Folge machen möchte. Aber wie gesagt, gebt mir da noch ein bisschen Zeit. Es ist fest im Plan. Aber ich muss schauen, wie ich das umsetzen kann. Wenn es vielleicht irgendjemand gibt da draußen, der da super ist, bitte, bitte melde dich bei mir. Ich kann da ein bisschen Unterstützung gebrauchen und sonst werde ich es irgendwie schaffen, wie ich sonst meistens alles schaffe, mehr oder weniger. Ich zeige dir jetzt noch kurz, wie mein Atelier aussieht. Es sieht aus wie Sau, als hätte eine Bombe eingeschlagen, aber ich finde so am Anfang des Jahres immer schön, alles auf Null zu setzen und dann kann man wieder neu starten, dann hat man wieder neue Ideen und man hat Platz für neue Inspirationen. Also, ich zeige dir jetzt kurz das Atelier. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Tschüss zusammen. So, wir gehen auf die Reise. So, dann gehen wir mal ins Atelier. Es ist vielleicht ein bisschen dunkel. So sieht das bei mir im Moment aus. Das pure Chaos. Also, wer sagt, er sammelt viel, da kann ich mich gleich mit anschließen. Ein riesen Chaos. Und das ist die Wand. Die ist also nicht schwarz, die ist dunkel, 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 dunkelblau. Hier da, das ist die alte Küche, das war ein Provisorium. Dieses Provisorium steht jetzt zwar schon 3 Jahre hier, aber jetzt muss hier eine neue Küche hin. Das kommt dann dahin, kommt eine neue Küche, die ich aus Altholz mit einem lieben Freund zusammengebaut habe, mehr oder weniger. Hier habe ich noch alte Schubladen, die werden auch verwendet. Es gibt ein Upcycling, also so ziemlich alles von der Küche gibt ein Upcycling. Hier habe ich noch ein altes Möbel, das habe ich in Hamburg auf der Straße gefunden. Das hat auch jemand gebaut. Und ja, hier ist das Chaos überall. Kein Winkel, wo nicht ausschaut, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Also du siehst, es gibt noch einiges zu tun. Es gibt ein komplettes Makeover auch vom Atelier. Und dann, wenn alles klappt, eine Überraschung. Das verrate ich aber noch nicht. Hier ein kleiner Vorgeschmack auf meine nächsten Arbeiten. Ja, dann würde ich sagen, also auch Herr Schröder wünscht euch ein schönes neues Jahr.